Als wir das Thema für den heutigen Abend verabredet haben, verehrte und liebe Damen und Herren, da konnte keiner von uns ahnen, dass wir in den Tagen vorher einen so schrecklichen Anschauungsunterricht für die Brisanz dieses Themas erleben würden. Die letzten Tage haben auch das Konzept dessen, was ich mir für heute vorgenommen habe, noch einmal ganz schön durcheinander gebracht, wie Sie sich vorstellen können. Und deswegen will ich meine Überlegungen zur Vorbereitung eines Gesprächs, das wir dann miteinander führen, auch so anlegen, dass ich mit diesen Erfahrungen der letzten 3-4 Tage beginne, also mit einem Teil über den Terror von Paris, dass ich dann eine Deutung solcher Vorgänge mit Ihnen besprechen will. Das Stichwort heißt Clash of Civilizations, Kampf der Kulturen, und dass ich dann abschließend fragen will, worin kann denn eine Klammer für die Gesellschaft bestehen, und das unter der Überschrift Menschenwürde und Toleranz. Erstens 9/11 und 11/13. Ja, so könnte das doch vielleicht sein, dass man auf den vergangenen schwarzen Freitag, den 13., eines Tages so zurückblickt, wie man auf den 11. September 2001 zurückgeblickt hat und noch zurückschaut. Als ein Datum, nach dem vieles anders war. Und dann könnte es sein, dass man auch eine Kurzformel für diesen Tag wählt. Ich für mich habe die Formel des Datums gewählt. Der 13. November, 11/13. Eine E-Mail am heutigen Tag beschreibt die Herausforderungen, die mit diesem Tag verbunden sind, an mich so: Wir sind mitten im Clash of Civilizations, im Namen Allahs. Dieser Clash bedeutet ganz klar ideologischen Krieg im globalen Maßstab. Wer jetzt nicht aufwacht und immer noch denkt, das ist ja nur ein böser Traum, von wegen Vielfalt, Bereicherung, Chancen und Weltoffenheit, dem ist nicht zu helfen und er hat auch keinen Respekt vor den Opfern. Was sagen Sie zu einer solchen Situationsschilderung? Was soll ich demjenigen antworten, der mir so schreibt? Ein ideologischer Krieg im globalen Maßstab im Namen Allahs. Dürfen wir uns das aufzwingen lassen? Wird der Terrororganisation Islamischer Staat dadurch nicht zu viel Ehre angetan? Aber auch Papst Franziskus hat von der Gefahr eines dritten Weltkriegs gesprochen. Auch er schätzt diese Gefahr offenbar groß ein. Aber ist es eigentlich richtig, sich auf den Namen Allahs dafür zu berufen? Wird man allen Muslimen gerecht, wenn man ihnen unterstellt, sie beanspruchen Gott nur für einen ideologischen Krieg? Eine große Frage. Eine zweite Zuschrift, auch vom heutigen Tag. Das Thema heißt: Es geht nicht um den Islamismus, sondern um den Islam. Wörtlich: Der Islam ist keine friedliche Religion, wie dies heute falsch dargestellt wird. Es ist aus meiner Sicht sogar klar, dass der Islam in Deutschland verboten werden müsste. Mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit kann man dies sicher nicht rechtfertigen, dass der Islam rechtmäßig in Deutschland ausgeübt werden kann man, so meint der Brief, mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit nicht rechtfertigen.
haben wir bei der religiösen Begründung für die Ansprüche des Islamischen Staates, haben wir es da mit dem Islamismus, genauer gesagt mit dem Dschihadismus, also einer Lehre vom Heiligen Krieg zu tun, oder haben wir es mit dem Islam selbst zu tun? Wir haben es sicher mit dem Islam selbst zu tun, in dem Sinn, dass die Auskunft dieser Islamismus stehe nicht mit dem Islam insgesamt im Zusammenhang, dass diese Auskunft bestimmt verkehrt ist. Ich kann es nachvollziehen, wenn Muslime in unserem Land sagen und mit Überzeugung sagen, das, was da geschieht, hat mit unserer Religion und unserem Glauben nichts zu tun. Ich kann es nachvollziehen. Und ich respektiere auch, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Aber trotzdem werden Denkfiguren, Instrumente, Überzeugungen verwendet, die tief mit dem Islam verbunden sind. Die Lehre vom Heiligen Krieg, die schroffe Unterscheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen, die Auffassung, dass Menschen anderen Glaubens doch eigentlich nur Personen mit geringerem Rang, geringerer Recht, vielleicht auch geringerer Würde sind, die allenfalls geduldet, aber nicht anerkannt werden können und am Ende sogar das Recht tötend und das Töten in grausamer Weise instrumentalisierend vorzugehen. Es hat etwas Beunruhigendes, dass wir wirklich in der Tiefe erst dann darauf aufmerksam werden, wenn der Terror nach Europa kommt. Am Tag vor den Angriffen in Paris fand ein vergleichbarer Angriff in Beirut statt, auch mit Hunderten von Verletzten und über 40 Todesopfern. Es war in unseren Zeitungen und Nachrichten eigentlich nicht einmal eine Notiz wert. Im Laufe dieses Jahres sind bei mehreren Anlässen Hunderte von Christen in den syrischen Tälern der alten christlichen Tradition der assyrischen Christen gefangen genommen worden, grausam misshandelt worden und einige von ihnen hat man vor laufenden Kameras enthauptet. Man hat das Gefühl, die anderen leben überhaupt nur deshalb noch, damit man sie als Geiseln benutzen und Lösegeld für sie erpressen kann. Aber wir alle wären ratlos, wenn wir der Frage vertieft nachgehen sollten, ob wir nun eigentlich anfangen sollen, dieses Lösegeld zu sammeln, um Menschenleben zu retten, oder ob wir das gerade nicht tun, weil es bedeuten würde, vor dem Terror des Islamischen Staates einzuknicken. Der Islam hat eine lange und verzweigte Geschichte mit mehreren Phasen höchster kultureller Entfaltung. Im Mittelalter, in der islamischen Mystik, im Sufismus, in der Poesie des 18. und 19. Jahrhunderts. Intellektuelle im Westen haben den Islam bewundert, die persische wie die arabische Kultur. Wenn wir sagen, der Islam müsse endlich einmal durch eine Phase der Aufklärung hindurchgehen, dürfen wir nicht vergessen, dass er verschiedene Phasen der Aufklärung gehabt hat. Dass die Philosophie des griechischen Philosophen Aristoteles das Mittelalter überhaupt erreicht hat, ist der Tatsache zu verdanken, dass arabische Philosophen diese Schriften weitergegeben haben. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen und fragen, wann hat es eigentlich fruchtbare Phasen des Dialogs zwischen den Religionen gegeben, dann fällt uns das Zusammenleben von Christen, Juden und Muslimen auf der Iberischen Halbinsel ein
vergleichbares Zusammenleben hat es übrigens auch in Indien gegeben im 16. und 17. Jahrhundert. Und wir fragen etwas ratlos, wo ist das geblieben? Dann erkennen wir, dass zur islamischen Revolution Khomeinis im Iran eine Rückkehr zu einer machtförmigen Auffassung des Islam gehört, die sich seitdem weit ausgebreitet hat, die auch eigene Quellen hat im Wahhabismus in Saudi-Arabien und an anderen Orten. Aber dass der Islam uns gegenwärtig vor allem als eine Herrschaftsreligion erscheint, eine Religion, von der man das Gefühl hat, dass eine bestimmte Vorstellung von Macht eigentlich ihr dominierender Zug ist. Das hängt ganz stark auch mit Entwicklungen im 20. Jahrhundert zusammen, mit einer Gegenwehr des Islam gegen durchaus auch gewaltförmige Arten, in denen die Säkularisierung einer Gesellschaft betrieben werden sollte, die eine solche massive Gegenwehr ausgelöst hat. Der persische Schah, so wird berichtet, der Vater von Reza Pahlavi, ging mit Straßenschuhen in eines der Heiligtümer in der Stadt, in der persischen Stadt Qom, und als der Imam ihn aufforderte, doch wenigstens der Heiligkeit des Ortes entsprechend die Schuhe auszuziehen, zog er eine Peitsche hervor, der Schah, und peitschte den Imam. Das ist so, hat einer geschrieben, als wenn ein Politiker in den Petersdom in Rom gegangen wäre und den Papst ausgepeitscht hätte. So hart waren diese Konflikte. In der Türkei nahmen sie andere Formen an, aber im Iran geschah das in dieser Form. Der Fundamentalismus, mit dem wir es zu tun haben, ist das Ergebnis solcher moderner Auseinandersetzungen über den säkularen Charakter einer modernen Gesellschaft und eines modernen Staates, die empfunden worden sind als ein gewaltsames Eindringen in die Sphäre der Religion. Und die iranische Revolution ist deswegen verstanden worden als ein triumphaler Sieg über diese Kräfte. Und der triumphale Anspruch hat sich dann noch ausgedehnt auf den Westen als Ursprung alles Übels, als Zerstörung aller Moral. Und nun haben wir das Ergebnis, dass tatsächlich Züge eines Konflikts zwischen Zivilisationen trägt. Der großartige iranische, aus dem Iran stammende, in Deutschland geborene und lebende Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani hat, wie um unsere Gedanken an dieser Stelle anzuhalten und uns zum Nötigen weiter zu fragen und tiefer zu fragen, ausgerechnet vor den Ereignissen dieser Tage, nämlich im Oktober dieses Jahres, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Ein Erforscher des Koran, einer, der nach dem 11. September 2001 nachdrücklicher als vorher gesagt hat, ich bin Moslem, bekommt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Seine Rede handelt von dem christlichen Pater Jacques Murat und der Liebe zum Islam in Syrien. Er wendet sich in dieser Rede, wie auch schon in wichtigen Kapiteln seines Buchs, das unter dem Titel Ungläubiges Staunen seine Sicht des Christentums darstellt. Er wendet sich da in einer vollkommen überraschenden Weise
Christen in Syrien zu. Er erinnert an den Jesuiten Paolo Dall'Oglio, der ein Kloster gegründet hat in Syrien, das christliche Nonnen und Mönche zusammenführt, denen die Liebe zum Islam gemeinsam ist. Und sie bezahlen das mit dem eigenen Leben und der eigenen Freiheit. Paolo Dall'Oglio ist seit 2 Jahren spurlos verschwunden. Jacques Murat wurde inhaftiert und wurde von muslimischen Freunden befreit und muss sich jetzt verstecken und schämt sich, weil er auch noch das Leben seiner muslimischen Freunde dadurch gefährdet hat, weil sie ihn aus der Gefangenschaft befreit haben. Und diese Christen klagen nun ihrerseits über die christliche Welt, die beschlossen hat, auf Distanz zu gehen, um die Gefahr von sich fernzuhalten. Wir, so sagen diese Christen in Syrien, bedeuten ihnen nichts. Navid Kamani fragt, wie kann das eigentlich sein, dass in einer solchen Situation Christen so vorbehaltlos sich auf den Islam einlassen, muslimische Feste mitfeiern, koranische Texte meditieren und den Islam freundlicher verstehen, sagt Kamani, als er selbst ihn verstehen kann. Seine Antwort heißt ungefähr so: Mit dem, wo ich selber zu Hause bin, kann ich eigentlich nur so identisch sein, dass ich selbstkritisch mit dem umgehe, wo ich zu Hause bin. Gewiss kann und soll ich mich selbst lieben. Aber mich selbst lieben kann ich doch eigentlich nur dann, wenn ich auch kritisch mit dem umgehe, was ich an mir selber viel genauer sehen kann als irgendjemand um mich hier. Meinen Glauben kann ich lieben, aber doch so, dass ich weiß, meinen Glauben zu lieben ist etwas anderes als Gott zu lieben. Und diesen Glauben kann ich nur lieben als eine irdische Gestalt der Gottesbeziehung mit ziemlich vielen Fehlern, Schrunden und Kanten. Und deswegen kann mein Zuhause sein im eigenen Glauben eigentlich nur ein selbstkritisches sein. Protestanten wissen das übrigens besonders gut. Sie haben nämlich die Idee entwickelt, dass das vorzüglichste Verhältnis der evangelischen Christen zu ihrer eigenen Kirche darin besteht, dass sie fortwährend sagen: Das ist nicht mehr meine Kirche. Sie haben den Satz sicher auch schon mal gehört. Man kann die Selbstkritik, will ich damit sagen, auch bis zum Masochismus übertreiben. Aber bei Kamani das wiederzulesen, das hat mich schon berührt. Das eigene Land, ja, das kann man gewiss lieben, aber doch so, dass man selbstkritisch mit ihm umgeht. Wenn man fragt, wie steht es eigentlich mit der Friedensfähigkeit unserer eigenen, der christlichen Religion, dann hat man ziemlich viel Anlass zur Selbstkritik. Denn vom Heiligen Krieg wird keineswegs nur im Islam geredet. Und Vorstellungen vom Heiligen Krieg begegnen keineswegs nur im Koran. Der Begriff des Heiligen Krieges begegnet auch im Alten Testament. Und Christen haben nicht schlecht praktische Erfahrungen darin gesammelt, heilige Kriege zu führen. Das Bekennerschreiben des Islamischen Staats vom vergangenen Samstag bezeichnet die Franzosen, die Engländer und andere als Kreuzfahrernationen. Spielt an auf diese Gewaltgeschichte, die es eben auch im Christentum gibt. Und die Pointe dieser Überlegung von Navid Kamani besteht darin, zu sagen, man kann die anderen vorbehaltlos lieben. Sich selber kann man eigentlich nur selbstkritisch lieben. Der anderen Religion, so sagt er, kann man sich vorbehaltlos zuwenden und auch mit den Fehlern
gnädig umgehen, bei sich selbst kann man das nicht. Aber auch für Navid Kermani ist mit der Gewalt des Islamischen Staats ganz offensichtlich ein Zeitpunkt gekommen, bei dem nur noch zweierlei möglich ist. Das Gebet für die Opfer und die Entschlossenheit, etwas zu tun. Auf dem Hintergrund erklärt sich, und deswegen bin ich einen Augenblick bei Navid Kermani und seiner Friedenspreisrede stehen geblieben, dass er etwas gemacht hat, was mich auch heute noch nach mehr als einem Monat wirklich erstaunt. Der muslimische Sprecher in seiner Dankesrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, nachdem er das Leiden der Menschen in Syrien dramatisch geschildert hat, sagt, er wolle etwas Ungewöhnliches tun und die, die da versammelt sind, auffordern zu beten. Zu beten für die Opfer, und diejenigen, die nicht beten können oder wollen, die können ja etwas wünschen. Denn beten ist ja eigentlich auch nichts anderes als Wünsche an Gott zu richten. Und dann sind sie alle aufgestanden und haben ein Gegenbild gezeigt zu den Bildern mit den Menschen, mit den grausamen, abgeschlagenen Köpfen und haben für die Opfer gebetet. Und dann kommt man in die schwierige Frage, was zu tun? Wie ist es angesichts der ausgeübten Gewalt? Reicht Beten? Reicht politisches Verhandeln? Reichen diplomatische Interventionen? Ein Punkt, den schon Navid Kermani gemacht hat, war die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass das Land Saudi-Arabien der Hauptfinanzierer des Islamischen Staats ist und ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland so viel Wert darauf legt, zu Saudi-Arabien gute wirtschaftliche und politische Beziehungen zu haben. Wie es eigentlich sein kann, dass mit der Berufung auf schon vor längerer Zeit geschlossene Verträge jetzt Waffen an Saudi-Arabien geliefert werden, das seinerseits den Islamischen Staat ausstattet. Ob mit Waffen, die frei werden durch die deutschen Lieferungen oder durch die deutschen Lieferungen selber, wer weiß das eigentlich? Was ist nun Religion an einem solchen Beispiel? Spaltpilz oder Klammer? Offenbar hängt die Frage ganz eng mit der Unterscheidung zusammen, die Navid Kermani gemacht hat. Eine Religion, die wir einfach nur fundamentalistisch zementieren und gegen kritische Überlegungen abschotten, neigt eher dazu, Spaltpilz als Klammer zu sein. Eine Religion, die die Überzeugung des anderen genauso ernst nimmt wie die eigene Überzeugung. Eine Religion, die sich nicht nur darauf versteift, den anderen zu kritisieren, sondern die mit der eigenen Tradition kritisch umgeht, um auch noch die Fähigkeit zu behalten, mit dem anderen barmherzig zu sein, hat eher die Chance, Klammer zu sein. Also, es mag ja so sein, dass es gar nicht um ein Oder geht, sondern wir mit Schrecken feststellen, dass Religion als Spaltpilz wirken und eingesetzt werden kann, dass sie eingesetzt werden kann, um Menschen auseinanderzutreiben und in Konflikte zu bringen, dass sie aber auch in Anspruch genommen werden kann, um Gräben zu überbrücken und neue Verbindungen zu schlagen. Etwas, was mich in den letzten Jahren ganz besonders beunruhigt hat und was ich an dieser Stelle erwähnen muss, hängt mit der Frage zusammen, wie wichtig ist eigentlich Religion? Wie wichtig ist Glaube? Sie können antworten, was ist wichtiger als der Glaube an Gott? Was ist wichtiger als die Dankbarkeit, die ich vorhin eingangs zu beschreiben versucht habe? Was ist wichtiger als, dass ich weiß, wem ich mein Leben zu verdanken habe,
wer dieses Leben erneuert, wer mir Vergebung schenkt und wem ich am Ende Rechenschaft schuldig bin. Nicht so kann man sagen, ist wichtiger. Aber die Gottesbeziehung ist doch nur deswegen lebendig, weil ich zugleich ein Mensch von Fleisch und Blut bin. An einem bestimmten Ort lebe. Eine bestimmte Biografie, Lebensgeschichte habe, von der ich vorhin auch gesprochen habe. Das heißt, wir haben alle eine vielfältige Identität. Wir sind Frauen oder Männer, jung oder alt, beziehungsweise erst jung und dann ein bisschen älter, haben bestimmte Ausbildungen, die uns bestimmte Möglichkeiten eröffnet haben und müssen damit leben, dass anderes uns versperrt ist. Wir, so wie wir hier sind, sind sicher zum überwiegenden Teil in Deutschland geboren, jedenfalls nicht in Syrien. Und wir können nichts dafür, dass wir in Deutschland geboren sind und nicht in Syrien. Jeder von uns hätte genauso gut in Syrien geboren sein können und wäre jetzt in der Lage der Bürgerkriegsflüchtlinge, die darauf hoffen, bei uns angenommen zu werden. Jeder von uns hat Hobbys und manche kann er sogar mit Leidenschaft betreiben, zum Beispiel Fußballfan zu sein und zu warten, dann doch noch unter all den besonderen Umständen heute ein bisschen was von dem Fußballspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden unter diesen ungewöhnlichen Umständen zu sehen. Wir haben Berufe, wir haben Familie, wir haben Freunde. Es gibt Sachen, die wir können und andere, die wir nicht können. Es ist eine Gemeinheit gegenüber jeder und jedem von uns, wenn wir auf ein einziges Identitätsmerkmal reduziert werden. Jetzt haben wir Menschen, mit denen wir zusammenleben hier in Deutschland, die sind aus unterschiedlichen Gründen, aus unterschiedlichen Ländern zu uns gekommen. Aus der Türkei, aus dem Libanon, aus Marokko, aus Zentralafrika, aus den lateinamerikanischen Ländern, unterschiedliche Zahlen. Wir haben sie früher bis zum Jahr 2001 nach ihrer Herkunft benannt und danach, was sie hier tun. Sie stammten aus der Türkei und arbeiteten in Deutschland. Exakt nach 9/11, nach dem 11. September 2001, hat sich der Sprachgebrauch geändert und wir haben sie alle, unabhängig davon, woher sie kamen, wenn es überwiegend muslimische Länder waren, haben wir sie nur noch Muslime genannt. Die Aussage, in Deutschland leben 4 oder 4,5 Millionen Muslime, diese Aussage gibt es erst seit diesem Datum. Und sie ist außerordentlich grobschlächtig. Beispielsweise werden die schätzungsweise 500.000 Aleviten mitgerechnet, die aus der Türkei stammen und in Deutschland leben, obwohl der sunnitische Islam, der Mehrheitsislam in der Türkei, die Aleviten überhaupt nicht als Muslime anerkennt. Und als ich mal versucht habe, Vertreter des sunnitischen Islam und Aleviten zusammen an einen Tisch einzuladen, haben die Sunniten zu mir gesagt, dann kommen wir aber gar nicht, denn das sind doch keine Muslime. Und als ich einmal einen Gottesdienst über den Dialog der Religionen mitverantwortet habe, im Berliner Dom, der sogar im Fernsehen übertragen wurde, und als Vertreterin des Islam war eine türkische Bundestagsabgeordnete eingeladen, bei der sich herausstellte, sie war eine Alevitin. Da war aber hinterher in manchen sogenannten sozialen Netzwerken einiges los, wie wir wagen könnten, eine Alevitin ernst zu nehmen. Was ich eigentlich mit diesem Beispiel beschreiben will, ist, dass die Reduzierung von Menschen auf ein Merkmal, und sei es das Merkmal der Religion, diesen Menschen Gewalt antut und konfliktverschärfend wirkt. Es ist ungefähr so, wenn Sie mir den Vergleich einen Augenblick gestatten, wie wenn die Anhänger von Schalke und Dortmund, das sind zwei Revierfußballclubs, die sich deswegen besonders innig hassen, wenn diese Anhänger
sich ganz und gar nur noch als Fans von Schalke oder Dortmund verstehen und als sonst gar nichts. Wenn das passiert, das wissen wir alle, dann ist die Schlägerei nach dem Spiel nahezu unausweichlich, ganz unabhängig davon, wie dieses Spiel ausgeht. Und deswegen sage ich, im Blick auf die Frage Religion, Spaltpilz oder Klammer, für diese Frage ist es wichtig, ob wir zulassen und einräumen, dass Menschen auch noch etwas anderes sind als Anhänger einer bestimmten Religion. Und die Gefahr, die Menschen ganz und gar zu monopolisieren, nur für das, die sehen wir im Augenblick beim islamischen Fundamentalismus natürlich besonders stark. Aber unter den Voraussetzungen eines relativ säkularen Gemeinwesens wie des Deutschen, haben wir angesichts des Terrors vom 11. September 2001 genau denselben Fehler gemacht. Und zum Konflikt mit Muslimen auf unsere Weise beigetragen, indem wir gesagt haben, ihr seid alle Muslime, und da musste ja gar nicht noch Thilo Sarrazin dazukommen. Aber der kam dann noch dazu und behauptete, wenn wir so viele Muslime zulassen, dann schafft Deutschland sich selber ab. Und hat pauschal über sie alle, die ganzen 4,5 Millionen, behauptet, die seien ja nicht bildungsfähig und die könnten ja nicht studieren und aus denen könnte ja nichts Gescheites werden. Eine, mit Verlaub gesagt, Unverschämtheit gegenüber Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, mit ganz unterschiedlichen Befähigungen, auch was die berufliche Perspektive betrifft. Also, nicht einfach die Religion ist von sich aus Spaltpilz oder Klammer, sondern was wir unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen und angesichts konkreter Herausforderungen aus ihr machen, das ist die Frage, um die es eigentlich geht. Clash of Civilizations, Kampf der Kultur. Samuel Huntington, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, hat diese Deutung in den Vordergrund gerückt nach 9/11, nach dem Angriff auf die Twin Towers in New York und das Pentagon in Washington. Das ist ein Kampf der Zivilisation. Die deutsche Übersetzung davon hieß nicht Kampf der Zivilisation oder Zusammenprall der Zivilisationen, muss man ja eigentlich sagen, sondern die deutsche Übersetzung hieß Kampf der Kulturen. Mein Einwand dagegen war von Anfang an, dass es nach meinem Verständnis eigentlich nicht um einen Kampf der Kulturen, sondern um einen Kampf um Kultur ging. Es ging darum, an einer Kultur des Zusammenlebens festzuhalten, über die wir uns einig sein müssen, unabhängig von kulturellen und religiösen Differenzen. Dass man die eigene religiöse Überzeugung nicht mit Gewalt durchsetzen darf. Und dass die Meinung, man könnte, wenn man einen Selbstmordattentat verübt, schneller im Himmel sein, nicht dazu rechtfertigt, andere Menschen umzubringen. Das kann nicht zur Disposition gestellt werden, sondern darüber muss man sich einig sein. Es geht deswegen in meinen Augen auch nicht um einen Kampf zur Verteidigung unserer Werte gegen andere Werte, sondern es geht darum, sich über die Werte zu verständigen, die für nicht nur für uns, sondern die für alle gelten müssen. Dafür haben wir einen wichtigen Maßstab. Und dieser Maßstab ist die gleiche Würde aller Menschen und die Menschenrechte. Wir dürfen auch nach dem 13. November, nach 11/13, nicht zurückfallen in eine Auffassung, dass die besonderen, partikularen Werte unterschiedlicher Religionen und Kulturen
so stark sind, dass sogar die Menschenrechte wieder aus ihrer universalen Bedeutung zurückgenommen werden und einfach gesagt wird, das ist eben ein Teil der westlichen Werte und sie taugen nicht dafür, für alle. Aus zwei Gründen bin ich davon überzeugt, dass das nicht geht. Der eine Grund heißt, auch im sogenannten Westen haben die Menschenrechte ja keineswegs immer gegolten. Wir haben keinen besonderen Grund dazu zu behaupten, die Menschenrechte seien ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Kultur. Sie sind, wie alle großen und wichtigen Wertentscheidungen, in Kämpfen errungen worden angesichts der Tatsache, dass sie verletzt wurden. Die Vorstellung von der gleichen Würde aller Menschen und von ihrem gleichen Anspruch auf Freiheit wurde in den sich bildenden Vereinigten Staaten von Amerika 1776 zu einer Zeit formuliert, in der es dort Sklaverei gab und nicht zu knapp. Und es gehört zu den Ironien der Geschichte, dass einer der Autoren der Unabhängigkeitserklärung und der mit ihr verbundenen Rechteerklärung, Thomas Jefferson, zu der Zeit, zu der er das schrieb, sich selber noch Sklaven hielt. Zwar gab es in Deutschland im 19. Jahrhundert schon manche Leute, die von der Gleichberechtigung von Männern und Frauen sprachen, aber das war zu einer Zeit, zu der es in Deutschland kein Wahlrecht der Frauen gab. Das ist nämlich erst 1919 eingeführt worden. Die Absage an die Sklaverei und die Selbstverständlichkeit, dass Frauen wie Männer gleiches Wahlrecht haben, halten wir inzwischen für so selbstverständlichen Kernbestand, dass wir sagen, das sind unsere Werte. Aber im Westen insgesamt betrachtet sind sie gerade mal vor 200 oder 100 Jahren durchgesetzt worden. Also kann man unter dem Gesichtspunkt auch nicht sagen, das sind eben so westliche Werte, kann woanders nicht gelten. Und genauso wichtig ist der andere Gesichtspunkt. Und dieser Gesichtspunkt heißt, dass es gelungen ist, die Menschenrechte in der Staatengemeinschaft zu verankern als Bestandteil des Völkerrechts, des die Staaten verbindenden Rechts. Das geschah in der Reaktion auf Gewalttaten, die nirgendwo grausamer waren als in Europa, ausgehend von Deutschland. Und dann noch im Stalinismus, ausgehend vom europäischen Teil der Sowjetunion. Das heißt, das Erschrecken über das gewalttätige 20. Jahrhundert in seiner ersten Hälfte hat dazu geführt, dass 1948 am 10. Dezember die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde, an der aber nicht nur Europäer beteiligt waren, sondern Libanesen, Chinesen und andere Mitglieder dieser Kommission, die das vorbereitet hat. Angesichts unserer eigenen Geschichte dürfen wir die Überzeugung von der gleichen Würde jedes Menschen und das Eintreten für die gleichen Rechte aller Menschen nicht als einen westlichen oder europäischen Besitz ansehen. Nur dann können wir gleichzeitig anfangen, darüber nachzudenken, was unsere Glaubensgeschichte, was das jüdisch-christliche Erbe, was auch die evangelische Gestalt des christlichen Glaubens, was die Tradition der Aufklärung beigetragen hat und auch heute noch beitragen kann zu einem guten Verständnis dieser Menschenrechte und dieser Überzeugung von der gleichen Würde jedes Menschen. Der Philosoph Jürgen Habermas, von der bei Gelegenheit von sich selbst gesagt hat, übrigens mit einem Zitat des Soziologen Max Weber, er sei religiös und musikalisch, was nichts daran ändert, dass sein Großvater ein guter evangelischer Pfarrer gewesen ist. Dieser Jürgen Habermas hat gesagt,
Das, was das Christentum und die Aufklärung miteinander verbindet und was sie in der heutigen Zeit gemeinsam stark machen müssen, ist ein egalitärer Universalismus. Also eine Überzeugung von der Gleichheit der Menschen im Blick auf ihre Würde und ihren Anspruch auf Respekt für ihre Freiheit, der universal gelten muss. Dass die Menschen hinsichtlich ihrer Würde gleich sind, ist ein universaler Grundsatz und nicht nur ein partikularer. Darum geht es heute ganz konkret. Denn wenn die einen der Meinung sind, sie könnten die anderen wegen ihres Glaubens töten, um ein Kalifat zu errichten, in dem nur Rechtgläubige ein Lebensrecht haben, wenn sie sagen, sie könnten durch Terrorschläge westliche Staaten einschüchtern, weil die Dekadenz der westlichen Kultur es rechtfertigt, so deutliche Zeichen zu setzen, dann dürfen wir nicht sagen, jetzt streiten unterschiedliche Zivilisationen miteinander, jetzt geht es um die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Werten, sondern müssen wir sagen, es geht um die universalen Prinzipien, ohne die das Zusammenleben nicht möglich ist. Nur wenn wir so denken, kriegen wir auch als Christen den Zugang dazu, dass wir mit voller Überzeugung sagen, wir respektieren nicht nur die Religions- und Gewissensfreiheit von Christen, sondern wir respektieren und fördern die Religions- und Gewissensfreiheit aller Menschen in der Unterschiedlichkeit ihrer Überzeugungen. Und damit komme ich zu dem Schlussgedanken. Was ist eigentlich die Kraft, die die spaltende Rolle von Religion überwinden kann und als Klammer der Gesellschaft wirksam werden kann? Dass die Religion selber eine zwiespältige Rolle in der Geschichte gespielt hat und immer wieder spielt, haben wir deutlich genug gemerkt. Und manche ziehen daraus die Folgerung, dass sie sagen, ja, dann lasst uns das doch aufgeben. Die Folgerung wird in zwei Formen erhoben. Die gemäßigte Form sagt, lasst uns ein sogenannt laizistisches Gemeinwesen haben, am reinsten übrigens verwirklicht in Frankreich, wohin wir gerade in diesen Tagen so viel schauen. Also die Verwirklichung des Grundsatzes Religion ist Privatsache und im öffentlichen Raum soll sie nur so weit auftauchen, wie das aus historischen Gründen unvermeidlich ist. Die Kathedrale Notre Dame auf der Seine-Insel kann man nicht dem Erdboden gleich machen. Und wenn ihre Glocken 129 Mal läuten, wie am vergangenen Samstag, in Erinnerung an die 129 Toten der Terroranschläge, dann hört man es in der Stadt. Aber davon abgesehen soll der öffentliche Raum möglichst wenig durch Religion geprägt sein. Die Trennung von Staat und Kirche wird so verstanden, dass der Staat über den öffentlichen Raum verfügt und die Kirche in den Bereich des Privaten gehört. Das ist das eine Modell, das für mein Verständnis in der Gegenwart daran scheitert, dass auch in angeblich säkularisierten Gesellschaften und Gegenden Religion sich öffentlich zu Wort meldet. Und der öffentlichen Präsenz, die der Islam inzwischen auch in europäischen Ländern zeigt, nicht durch die Privatisierung der Religion, sondern durch den öffentlichen Dialog, durch den Dialog in der Zivilgesellschaft Rechnung getragen werden kann. Die radikale Reform derselben Auffassung ist nun nicht nur eine laizistische Eingrenzung der Religion auf die Sphäre des Privaten zu vertreten, sondern zu sagen, mit der Religion ist es sowieso vorbei. Der Marxismus hat diese These vertreten und war eigentlich der Überzeugung, wenn der Marxismus erstmal etabliert ist, dann verschwindet die Religion innerhalb einer Generation. Ich glaube, zu den großen Enttäuschungen der SED
Oberen gehörte, und Sie haben genau gerechnet, dass zwischen 1948 und 1978 der christliche Glaube nicht verschwunden ist. Und daraufhin haben Sie genau im Jahr 1978 zum ersten Mal ein offizielles Gespräch mit den Vertretern des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR geführt. Das berühmte Gespräch Honecker-Schönherr. Aber die Meinung war immer noch da, dass es eigentlich zum Verschwinden der Religion kommt. Und da das nun unter veränderten Verhältnissen nicht so richtig funktioniert, gibt es neue Formen eines aggressiven Atheismus, der fördern will, was er für notwendig hält. Kein Zweifel, damit Sie mich richtig verstehen, ich bin fest davon überzeugt, dass die säkulare Option, das heißt die Option eines Lebens ohne religiöses Bekenntnis, natürlich eine völlig legitime Option des Lebens in einer Gesellschaft ist, in der die Religionsfreiheit gilt. Natürlich gehört zu dieser Religionsfreiheit die negative Religionsfreiheit genauso wie die positive. Und der Islam muss sich nicht nur daran gewöhnen, dass der Übergang vom Islam zu einer anderen Religion legitim ist, sondern muss sich auch daran gewöhnen, dass es legitim ist, wenn jemand keine Religion hat, auch in einem islamisch geprägten Land. Und dass dieser Übergang, der im Modernisierungsprozess irgendwo unausweichlich ist, friedlicher ausgeht, friedlicher verläuft, als wir gegenwärtig beobachten können, das ist natürlich eine der großen Hoffnungen, die man haben und für die man sich einsetzen muss. Aber ein Alleinvertretungsanspruch des Atheismus auf die Beantwortung der Grundfragen der Menschen kann nun auch nicht die Antwort sein. Jener kämpferische Atheismus, für den vielleicht Richard Dawkins Buch Der Gotteswahn symbolisch steht, für den gibt es auch keinen guten Grund. Die Behauptung, die monotheistischen Religionen tendierten von sich aus zur Gewaltsamkeit. Und die daraus abgeleitete Annahme, wir seien besser dran, wenn der Atheismus herrschte. Diese These muss sich die Gegenfrage gefallen lassen, welche Überzeugungen denn hinter dem Nazi-Regime und der stalinistischen Herrschaft standen. Dass wir also genauso grauenvolle Erfahrungen von Gewaltregimen unter der Voraussetzung von Atheismus hatten, gehört auch zu unserer historischen Erfahrung. Das, was wir selbstkritisch beklagen, nun umkippen zu lassen in die Vorstellung, wenn erstmal die Welt religionslos ist, dann wird sie besser sein. Auf diese Fährte sollten wir uns nicht locken lassen, sondern es dann doch eher mit einer Einsicht des französischen Politiktheoretikers Alexis de Tocqueville aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts halten, der gesagt hat, die Despotie kommt ohne Glauben aus, die Freiheit nicht. Ein sehr nachdenkenswerter Satz. Auf dieser Grundlage muss es darum gehen, Pluralität auch der religiösen Überzeugungen, der religiösen wie der nicht religiösen Option, der unterschiedlichen religiösen Formen lebbar zu machen im eigenen Land und darüber hinaus. Dafür ist der Frieden zwischen den Religionen eine wichtige Hilfe, aber er allein reicht nicht aus. Und der politische Frieden, das gewaltlose Zusammenleben, muss auch dann gesichert werden, wenn die Religionen es mit dem Frieden noch nicht so weit gebracht haben. Deswegen brauchen wir die Herrschaft des Rechts im eigenen Land, auch in der Eindämmung dessen, was Religionen gegen das geltende Gesetz möglicherweise tun, aber auch weltweit. Der Einsatz für Menschenrechte, für Toleranz, also wechselseitige Achtung,
Gewaltmonopols des Staates, das sind die Aufgaben, die heute anstehen, in die sich die Religionen einfügen müssen, die aber auch mit staatlicher Autorität, die vor allem auch in der Staatengemeinschaft durchgesetzt werden müssen. Im Fall des islamischen Staats, mit dem wir begonnen haben, sind wir inzwischen in der Situation, dass erneut und vollkommen zu Recht gefragt wird, was die Vereinten Nationen tun und welche Verantwortung sie übernehmen. Sie sind die allererste Instanz, wenn es darum geht, die Menschenrechte, den Menschenrechten zur Durchsetzung zu verhelfen und das Morden unter Berufung auf die Religion zu unterbinden. Wir wären einen großen Schritt weiter, wenn wir nicht unabhängig von den Vereinten Nationen darüber diskutieren müssten, mit welchen Mitteln kann dem islamischen Staat Einhalt geboten werden, sondern wenn das unter dem Dach und mit der Autorisierung der Vereinten Nationen geschehen könnte. Menschenrechte und Toleranz als die Klammer, zu der insbesondere Christen etwas beizutragen verpflichtet sind, in der kritischen Erinnerung ihrer eigenen Geschichte und gleichzeitig in der dankbaren Erinnerung, die darin liegt, dass unsere Vorstellung von Menschenwürde mitgespeist ist aus der Überzeugung, dass jeder Mensch zum Bild Gottes geschaffen ist. Das ist der Ausgangspunkt, auf den es in meinen Augen ankommt und der uns dabei helfen kann, dass wir nicht mehr einfach unentschieden sagen können, Religion, Spaltpilz oder Klammer der Gesellschaft, sondern darauf hoffen können, dass Religion etwas dazu beiträgt, dass das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kultur und verschiedener Religion gelingen kann. Das sollten wir versuchen, beispielhaft in unserem Land, auch angesichts der Zuwanderung von Menschen aus anderen Ländern, wie wir sie gegenwärtig erleben. Und dafür ist es entscheidend, nicht pauschal zu denken, keine Stereotypen über andere Gruppen zuzulassen, sondern die Menschen genauer anzuschauen, kritisch mit dem umzugehen, was der Kritik bedarf, aber Menschen, auch wenn man Einzelnes kritisch urteilt, nicht pauschal zu verdammen. Das, glaube ich, ist der Beitrag, den die Religion, die auch die